Hier sind die besten Schüler Deutschlands, des Bundeswettbewerbes, bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege 2014. Hallo, ich bin Anne-Christine Hontheim, ich komme aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz. Meine Schule ist die Karl-Borromäus-Schule in Trier, vom Klinikum Mutterhaus der Borromäerin in Trier. Und meine Hobbys sind eigentlich mich mit Freunden treffen, so das Übliche. Und eine ganz große Leidenschaft von mir ist das Reisen. Okay, hallo, mein Name ist Vanessa Pern, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, vertrete da die Gesundheits- und Krankenpflegeschule der Kliniken Essen-Mitte. Das ist auch mein Arbeitgeber. In meiner Freizeit lese ich gerne, betreibe sehr viel Sport und ja. Was ist für Sport? Ich gehe ins Fitnessstudio, gehe joggen, gehe schwimmen, gehe Inlineskaten. Das ist okay. Vielen Dank. Okay. So, mein Name ist Helga Berndt, ich vertrete das Bundesland Sachsen. Meine Schule ist die Fortis-Akademie in Grüna, Chemnitz. Mein Arbeitgeber ist das Lifetime-Seniorenzentrum Augustusburg. Und meine Hobbys sind Lesen und Freizeit mit meiner Familie verbringen. Was lesen Sie? Historische Romane vorwiegend. Ja, hallo, ich bin Nicole Moses, gehe in das Haus der Pflege in Aalen. Mein Arbeitgeber ist die Bundeswehr und meine Hobbys sind viel mit Familie machen, Handball spielen und Freunde treffen. Aus welchem Bundesland stammst du privat? Aus Niedersachsen. Guten Tag, mein Name ist Ricarda Otten. Ich komme aus dem Bundesland Niedersachsen. Die Schule, die ich momentan besuche, ist das Pius Hospital für Gesundheits- und Krankenpflege. Der Arbeitgeber ist in diesem Fall halt auch das Pius. Ja, meine Hobbys sind Fußball spielen, passend zur WM jetzt demnächst. Und ich betreibe Kendo, das ist ein japanischer Schwertkampf, ja, also aus dem Nahen Osten, aus dem Fernosten. Welche Fußballmannschaft lieben Sie denn? Na klar, FC Bayern München. Aber auch nur wegen des guten Spiels. Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin Bröhr, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Meine Schule ist die Zentrale Schule für Pflegeberufe in Rheine. Mein Arbeitgeber ist das Matthias-Spital in Rheine und ich lese gerne und ich jogge gerne und ich kümmere mich natürlich gerne um meine Patienten. Was Krimis, am liebsten Krimis. Moin, ich bin Sophia Warnecke, ich komme aus Bremen, von der alten Remberti-Schule der Bremer Heimstiftung, das ist auch mein Arbeitgeber. Und ich spiele sehr, sehr gerne Fußball, gehe sowohl ins Stadion, trainiere Mannschaften und spiele auch selber. Mein Herz schlägt für Werder. Ja, richtig. Was sagt man denn, wenn man nicht guten Morgen sagt, wenn es zum Beispiel im Laufe des Tages ist? Moin. Mein Name ist Martin Bär, ich starte für das Bundesland Thüringen. Ich lerne zurzeit in der staatlichen berufsbildenden Zentrum Ernst Arnold in Greiz. Mein Arbeitgeber ist das Krankenhaus Schleiz und meine Hobbys sind vor allem der Sport seit Jahren. Ich gehe gern laufen, treibe Kraftsport und versuche mich fit zu halten. Hallo, mein Name ist Bianca Leo Grande. Ich komme aus dem sturmfesten Niedersachsen und von der Evangelischen Altenpflegeschule. Mein Arbeitgeber ist das Friedensstift und meine Hobbys sind Handarbeit, meine Familie und alles, was so drumherum noch passiert. Handarbeit was? Handarbeit, was man alles so machen kann. Stricken, sticken, nähen. Dankeschön. Bitteschön. Hallo, ich bin die Thorsten Isabella. Ich komme aus Bayern. Ich gehe in die Schule der Akademie der Städtischen Kliniken München. Und die Städtischen Kliniken München sind auch der Arbeitgeber von mir. Meine Hobbys sind Panflöte spielen, viele Ehrenämter mit Freunden rausgehen und die Natur. Panflöte? In welche Musikrichtung geht das? Panflöte, so richtig schöne Naturklänge. Ich bin Anne Stöber, komme aus dem wunderschönen Bundesland Schleswig-Holstein, arbeite bei den Krankenhausgesellschaften von Amäus und gehe dort auch zur Schule beim Institut Nord. Und meine Hobbys sind Handball spielen im Tor, Freunde treffen, Musik ist auch ein ganz großes Thema nebenbei. Wie lange spielen Sie Handball schon? Oh, schon 8 Jahre. Aber ich muss jetzt auch langsam zurücktreten aufgrund der Knie und Arbeit. Das geht nachher irgendwann nicht mehr. Hallo, ich bin die Ann-Kathrin Kauer. Ich komme aus dem Bundesland Brandenburg. Meine Schule ist die Heinz-Sehmann-Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Lübben. Und ich arbeite im Achenbach-Klinikum in Königswusterhausen. Ja, meine Hobbys sind relativ vielfältig. Am liebsten singe ich und mache was mit meinen Freunden. Was singen Sie? Alles Mögliche. Mehr so Rock, Pop mäßig.
Ja, grüß Gott, ich bin Gabriele Ostendorf-Schosser. Ich komme aus Bayern. Das ist die Pflegeschule Dinkelsbühl. Arbeitgeber ist die Kurzzeitpflege in Feuchtwangen. Und meine Hobbys sind sehr vielseitig. Da wäre das Joggen, das Tauchen, das Klettern und ansonsten freue ich mich, dass ich bald Großmutter werde. Das ist sehr schön. Also mein Name ist Thomas Repper, ich komme aus Sachsen-Anhalt. Meine Schule ist in Halle, die BBS 5. Arbeitgeber ist das Betreuungszentrum am Merwitzer Berg in Lübbe-Jün. Und Hobbys habe ich keine. Ich habe zwei Kinder und ein großes Haus, da bleibt keine Zeit. Die Kinder haben die Hobbys? Oh, alles Mögliche. Lego, Eisenbahn, alles Mögliche. Da ist er doch mit beteiligt. Naja, klar. Ja. Okay. Ja, guten Tag. Ich bin Judith Trittmacher und vertrete hier beim Bundeswettbewerb das Bundesland Berlin und arbeite bei den DRK-Kliniken Berlin und bin dort im Standort Westend eingeteilt. Genau, und meine Schule ist halt auf dem Gelände, die gehört halt dazu. Was haben wir denn für Hobbys? Meine Hobbys, also ich mache halt ganz viel, ich mache gern Sport, spiele gern Badminton und treffe mich halt in meiner Freizeit mit meinen Freunden. Und ich habe einen Hund, das macht auch noch immer viel Spaß. Okay, vielen Dank. Mein Name ist Sabrina Finke, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin von der SAVOS Pflegeschule in Schwerin. Mein Arbeitgeber ist Sozius Pflege und Betreuungsdienste Schwerin und ich liebe das Lesen. Und wenn es sein muss, mache ich auch mal Sport. Und was für Sport, wenn es sein muss? Wenn es sein muss, dann gehe ich gerne aufs Rad oder schwimmen. Mein Name ist Leandra Engling, ich komme aus Nordrhein-Westfalen von der Krankenpflegeschule Porz am Rhein. Und meine Hobbys sind ja eigentlich größtenteils Lesen, ganz, ganz viel Sport und ja, meine Familie besuchen, mit Freunden shoppen, was man so alles macht. Hallo, mein Name ist Wiebke zum Mühlen, ich komme aus Hamburg. Meine Krankenpflegeschule ist die Universitäre Bildungsakademie vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Mein Arbeitgeber ist daher auch das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Da ich ein duales Studium mache, habe ich außerdem auch noch eine Hochschule, an der ich studiere. Das ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Als Hobbys lese ich sehr gerne, außerdem bin ich sehr gerne draußen und gehe dort wandern. Das ist schon gut so. Mein Name ist Doreen Gegenwart, ich vertrete das Bundesland Hessen. Ich gehe in Offenbach zur Schule, das ist die Altenpflegeschule Seniorenzentrum Offenbach. Mein Arbeitgeber ist der Pflegedienst Gelbke. Meine Hobbys ist mein 6-jähriger Sohn. Ja, das ist doch schon nicht schlecht. Was hat der für Hobbys? Der bereitet sich jetzt auf seine erste Klasse vor. Hallo, ich bin der David Heidel, ich komme aus Baden-Württemberg. Ich gehe in die Schule am IFSB in Ravensburg, Zweigstelle in Wangen im Allgäu. Ich arbeite im Maria-Martha-Stift in Lindau. Meine Hobbys, ich mache sehr, sehr gerne Musik. Spiele Posaune, Tenorhorn im Musikverein und in einer kleinen Jazzband. Und ich lese auch gern und ab und zu gehe ich auch mal laufen. Ich bin der Bohn Peter, komme aus Baden-Württemberg, bin der FNU-Schule in Heidelberg. Mein Arbeitgeber ist die AWO Mannheim. Und meine Hobbys sind Basketball, obwohl ich im Augenblick selten dazu komme. Hallo, mein Name ist Mandy Tietze, ich komme aus Sachsen, gehe hier auf die Ruth-V-Schule und mein Arbeitgeber ist die SAH Leipzig. Ich arbeite direkt im Seniorenpockdöle. Zu meinen Hobbys sind, ich mache gerne Sport, treffe mich gerne mit meinen Freunden. Der Präsident des Bundeswettbewerbes, Jens Fries, gleichzeitig Vorsitzender des Vereins zur Förderung pflegerischer Qualität, als Veranstalter, fasst den Bundeswettbewerb zusammen. Wir hatten diesmal ein sehr anspruchsvolles Programm, was mich sehr gefreut hat, muss ich sagen. Die Mitarbeiter aus Pflegeeinrichtungen wissen, was das bedeutet. Frau Juchli war da aus der Schweiz, die zwei sehr große Vorträge mit insgesamt 350 Teilnehmern gehabt hat. Wie wenige junge Menschen haben wir, die in die Berufswelt hineinkommen. Diese jungen Menschen werden ganz sicherlich einen Beruf ergreifen, wo sie dauernd hören, du, das ist schwierig, also weißt, das ist ganz schwierig. Die auch, das war das nächste, mit beim Bundesminister für Gesundheit war. Dort war auch Jens Spahn, dort war ein Vertreter der Berufsgenossenschaften, dort war der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Qualität. Also alles sehr hoch angesiedelt. Und ich muss das so sagen, der Bundesminister hat das sehr
sehr angenehm gestaltet, hat mal seine ganz persönliche Sicht zur Pflege dargestellt. Das war sehr überzeugend, muss ich sagen. Das wirkt auch nicht gestellt. Menschen, die pflegebedürftig sind, brauchen liebevolle menschliche Zuwendung. Empathie hat es gerade einer der Teilnehmer genannt und fachliches Können. Und der Bundeswettbewerb stiftet dazu an, dass junge Leute begeistert dafür sind, sich fortzuentwickeln, weiter dran zu bleiben, eine gute Ausbildung anzustreben. Das sind die jungen Pflegerinnen und Pfleger, die wir anschließend in der Kranken-, in der Altenpflege brauchen. Ich finde es toll, dass der Bundeswettbewerb dieses Verhalten honoriert. Wir wollten mal so ein bisschen von vorne anfangen. Also wir haben also ganz normal die Begrüßung der Kandidaten gehabt. Die haben sich bei uns angemeldet und dann ging es los mit dem Schreiben einer Pflegeplanung. Ja. Genau. Ja, die Themen ändern sich. Ja. Also, Themen ändern man sich. Darf natürlich auch nicht vergessen, dass wenn sich Themen bei uns ändern, dann ändern sich auch teilweise pflegerische Grundlagen. Also neue nationale Expertenstandards, die eine Rolle spielen, Dokumentationsanforderungen, die sich ändern. Und da geht es nicht darum, dass der Schüler irgendetwas Altbackenes darstellt, sondern wir wollen schon das neueste Wissen sehen. Da ging es weiter, dann kamen die praktischen Prüfungen, genau. Und diesmal parallel dazu gleich das Kolloquium. Genau, also wir haben das diesmal ein bisschen anders gestaltet, einfach um den Schülern mehr Raum zu geben, mehr Zeit zu geben für die jeweiligen Fragen des fachlichen Kolloquiums. Vielleicht auch da ganz kurz auch ein schöner Mischmasch, angefangen von Fachdingen, die eine Rolle spielen, bis hin zu Dingen wie rückenschonendes Arbeiten oder Nadelstichverletzungen, die für die Berufsgenossenschaften oder für den Arbeitsschutz erheblich sind und wichtig sind. Ja, Entlassungsmanagement ist noch nicht aktualisiert worden, oder? Ja. Der Entlassungsmanagement-Stand ist noch nicht aktualisiert worden. Nee, wenn Sie gestatten, noch mal zum ersten Tag. Wir wollten den ja ausklingen lassen. Ja, wir waren ja, das wissen Sie ja, im Kabarett Die Funzel, haben dort sehr schön Abendbrot gegessen. Der Schirmer Thorsten Wolf hat dort auch eine kurze Ansprache gehalten und hat dann ein tolles Programm gemacht mit viel Humor, viel Lachen. Ich freue mich auch, dass sogar das ausgewogene Männlein-Weiblein-Verhältnis, also ist der Beruf für alle beiden Seiten gleich. Ja. Und genießt den Abend, genießt Kabarett, nehmt es einfach mal auf, was wir machen. Vielleicht finden wir neue Fans und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann morgen im Rathaus alle gesund, munter und mit vielen lachenden Gesichtern sehen. Ja, und am nächsten Tag, da haben Sie recht, ging es dann um 6.30 Uhr auf alle in den Bus und alle nach Berlin. Wir trafen dort auf den Gesundheitsminister. Wer ist das genau? Das ist Herr Hermann Gröhe von der CDU. Das ambulante und stationäre Altenpflege macht Gemeindepsychiatrie. Ich kann mich da wirklich gut hineindenken in den Arbeitsalltag. Wer unterstützt diesen Bundeswettbewerb seit diesem Jahr erst? Das stimmt, das ist richtig. Wir wurden aber sehr liebevoll aufgenommen, muss ich sagen. Wir hatten die Chance, dass alle Schüler mit dabei waren, andere honorige Personen. Und ich muss sagen, die Darstellung, die Herr Gröhe gemacht hat, also seine Ziele seiner Politik, auch das Verständnis für den Patienten oder Bewohner und besonders auch für Pflegende, das fand ich sehr authentisch und sehr überzeugend. Ich sehe das nicht im Bild. Und dann ging es weiter auf das Brandenburger Tor und da haben wir ein Bildchen gemacht mit der ganzen Truppe, die da mit war. Es war übrigens eine lustige Truppe dieses Jahr. Das muss ich auch sagen. Also das ist ja so, dass Schüler sind aus ganz Deutschland, überall her. Für die Schüler war das interessant, Erfahrungen auszutauschen, denn nicht alle Bundesländer lehren einheitlich zu bestimmten Schwierigkeiten oder Problemen, pflegerischen Anforderungen. Das war für die Schüler interessant und untereinander war das eine tolle Truppe. Wenn Sie gestatten, mir hat selber sehr gefallen, als die Vorstellung war und Helga Berndt, eine lebenserfahrene Teilnehmerin, also etwas älter, ihren Werdegang dargestellt hat, dass alle Standing Ovations gemacht haben für sie. Das fand ich großes Kino. Und die Frau Juchli war ja die ganzen zwei Tage hier da. Die Schüler waren richtig stolz, dass sie regelrecht miterleben konnten, wie die so ist, privat auch. Denn sie hat ja bei uns mit gelebt, auf Deutsch gesagt, und auch immer mit jemandem gesprochen. Sie hat also überhaupt keine Berührungsängste gezeigt. Ein Wort zu den Schülern, die jetzt ihren Abschluss machen. Was sollen sie nie vergessen in der Pflege? Sie sollen vor allem das Kerngeschäft der Pflege nicht vergessen. Das, was Pflege ist und sein muss, dieses Leitbild, das uralt ist und ewig neu, im Mittelpunkt steht der Mensch. Und das andere, dass sie ihre Motivation nicht verlieren, dass sie immer wieder auch Menschen finden, Vorbilder finden, die ihnen helfen, auf dem Weg der Pflege das ausüben zu können, was ihnen wichtig ist, nämlich gute Pflege, dass sie dranbleiben.
Also da haben Sie vollkommen recht. Also auch ich habe das sehr bewundert, muss ich sagen. Sie ist eine herausragende Frau, nicht nur für den pflegefachlichen Teil, auch menschlich und persönlich, muss ich sagen, war das sehr überzeugend, was sie dort gemacht hat. Sie waren ja selber mit dabei, also einfach nur mal einfache Sachen des Lebens darzustellen, selbst ihre eigene schwere Erkrankung davon nicht auszuschauen, das fand ich schon hervorragend. Und wie gesagt, Sie haben recht, sie war eine tolle Frau zum Anfassen, sie hat alles mitgemacht, jeder konnte sich mit ihr fotografieren, das war auch toll. Dann haben wir natürlich auch wieder liebe Gäste gehabt, die den Bundeswettbewerb schon seit einigen Jahren unterstützen, die auch ihre Grußworte während der Auszeichnungsveranstaltung gebracht haben. Da haben wir uns auch sehr drüber gefreut. Wer war da besonders zu erwähnen? Wir haben ja erstens unsere Schirmherren und ich muss sagen, ganz voran, der auch den Bundeswettbewerb sehr vorangetrieben hat, ist Jens Spahn, der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Also jeder von uns hat mal einen schlechten Tag. Aber dass Ihnen vor allem eins nicht abhanden kommt, das ist die Freude am Beruf, denn das ist die wichtigste Motivation, die man am Ende haben kann. Alles, alles Gute. Ich möchte kurz auf meine Vorredner eingehen, Herr Spahn. Nehmen Sie das mit. Wir haben sehr viel Hoffnung in die neue Gesundheitspolitik gesetzt. Das sage ich auch als Vertreter verschiedener Berufsverbände in der Pflege. Und Sie kriegen enorm viel Vertrauensvorschuss. Und ich freue mich schon auf die weitere Entwicklung. Jetzt die Sieger des vierten Bundeswettbewerbs bester Schüler in der Alten- und Krankenpflege. Genau. Der erste Sieger oder der Gewinner, nein, ich möchte mal andersrum machen, dritter Platz war Anna-Marie Stöhr aus Schleswig-Holstein. Der zweite Platz ist Mandy Titzer aus dem Freistaat Sachsen. Und der erste Platz ist Thomas Schrepper aus Sachsen-Anhalt. Hat damit überhaupt nicht gerechnet und wir haben ihn rein zufällig auch gefilmt bei der praktischen Prüfung. Hast du dich darauf vorbereitet? Naja, Vorbereitung, 3 Jahre Berufsschule, ne? Und zum Großteil verdanke ich das meinen Lehrern auf jeden Fall. Und das wäre dann am liebsten Hamburg-Pokal. Beste Schule, welche Schule ist denn das genau? Die berufsbildende Schule 5 in Halle für Gesundheit, Körperpflege und Sozialpädagogik. Worauf legt ihr den meisten Wert in eurer Ausbildung? In Altenpflege. Auf die Liebe zu Menschen, auf die Wahrhaftigkeit, auf gute Kenntnisse. Ich glaube, Thomas kann es bestätigen, ist ja mein Schüler im dritten Ausbildungsjahr und ich sage immer, unsere Schüler sollen so pflegen, wie sie selbst gepflegt werden möchten. Dann ist es ja eigentlich mit einem wunderbaren, gemütlichen Zusammentreffen ausgegangen, dieser vierte Bundeswettbewerb. Viele Gäste haben sich gefreut, dass sie da waren und sagen, sie kommen immer wieder. Sie werden das weiterhin unterstützen. Tolle Gespräche wurden geführt und damit ging dieser wunderschöne Wettbewerb zu Ende. Wenn Sie jetzt den Film sehen und Sie sind vielleicht Schüler des zweiten oder dritten Lehrjahres oder Sie sind Lehrer an einer Pflegeschule
und Sie wollen sich am nächsten Bundeswettbewerb beteiligen, dann gehen Sie auf die Seite www.future-nurse.de. Dort sind die wichtigsten Daten. Und ab September werden wir alle wieder einladen für das nächste Jahr. Ich würde mich freuen, wenn so viel wie möglich Schulen aus ganz Deutschland sich daran beteiligen.